Schnallen Sie sich besser an, denn es erwarten Sie haarsträubende Aufnahmen. Ob reingefahren oder platt gemacht. Haarscharf vorbei oder mitten rein. Kleine Kameras auf dem Armaturenbrett, sogenannte Dashcams, zeichnen gnadenlos alles auf. In vielen Ländern boomt der Markt für Dashcams. Die Aufnahmen sollen bei Unfällen als Beweismittel dienen und vor Betrügern schützen, die abkassieren wollen. Kein Wunder also, dass immer mehr verblüffende Videoclips im Umlauf sind. Halten Sie sich gut fest. Wir starten unsere Reise um die Welt mit Bildern, die Ihnen garantiert den Atem rauben werden. Los geht's. Das sind die spektakulärsten Dashcam-Clips. Und keine Sorge. Niemand wird hier ernsthaft verletzt, auch wenn es manchmal knapp wird. Richtig knapp. Heute mit dabei: Straßen, die zu Flüssen werden. Falsche Entscheidungen in letzter Sekunde. Ein Tiger mit einer Vorliebe für Stoßstangen und viel Lärm um nichts. Vorsicht, ungesicherte Ladung. Wenn es darum geht, sperrige Fracht von A nach B zu bringen, werden viele Verkehrsteilnehmer äußerst erfinderisch. Doch wer sich zu viel auflädt, läuft Gefahr, die Kontrolle über sein Fahrzeug zu verlieren. Dann reichen ein bisschen Seitenwind oder eine zu scharf genommene Kurve aus, um ins Schlingern zu kommen. So ergeht es diesem LKW voller Backsteine. Der Fahrer des Autos neben ihm wird unter einer Lawine aus Baumaterial begraben. Zum Glück kommt er unverletzt davon. Ob seine Versicherung wohl für diese Art von Steinschlag haftet? Nächster Fall, ähnliches Problem. Beim zweiten Lastwagen wurden die Betonpfähle auf der Ladefläche nicht ausreichend gesichert. Das Ergebnis sieht nach einem tragischen Unfall aus. Kaum zu glauben, aber niemand wird verletzt. Der Mopedfahrer entgeht haarscharf einer Kollision. Die Pfähle schießen durch die Kabine und verfehlen den Fahrer nur um Zentimeter. Kennen Sie das Spiel Mikado? Die Regeln sind einfach. Erst die Stäbe fallen lassen. Und sie dann Stück für Stück aufheben. Das dürfte bei der Menge Holz eine Weile dauern. Bei anspruchsvollen Transporten lässt man lieber einen Profi ran und macht es auf keinen Fall so wie diese Jungs. Und hier ein Anwärter fürs Guinness-Buch der Rekorde. Wie viele Rohre kann ein einzelner Mensch auf einem Moped sicher transportieren? Was für ein Gefährt sich unter diesem Haufen verbirgt, lässt sich nur erahnen. Immerhin, falls es brenzlig werden sollte, hat der Fahrer seinen persönlichen Riesen-Airbag gleich dabei. Genau wie diese beiden Herren. Jetzt bloß nicht umkippen. Alle in die Rettungsboote, die Flut kommt. Jedes Jahr haben Millionen von Menschen mit Überschwemmungen zu kämpfen. Wenn der Himmel alle Schleusen öffnet, verwandeln sich Straßen in reißende Flüsse. Und ohne Amphibienfahrzeug wird man ganz schnell weggespült. Diese Teneriffa-Urlauber bewundern die eindrucksvollen Wasserfälle der Insel. Moment mal, hier ist normalerweise gar kein Fluss. Strömende Regenfälle haben aus dieser Küstenstraße ein Flussbett gemacht. Und das Wasser spült jede Menge Geröll auf die Fahrbahn.
Wer es mit seinem Wagen über Stock und Stein schafft, läuft am Ende Gefahr, auf einer einsamen Insel zu stranden. Fährt der noch oder schwimmt der schon? Seelenruhig tuckert der Fahrer mit seinem Laster durch das Hochwasser. Solange es gut geht. Auf dem Parkplatz herrscht Land unter. Jetzt sind kreative Lösungen gefragt, um trockenen Fußes zum Auto zu gelangen. Dieser Mann will auf einem Einkaufswagen zu seinem Wagen surfen. Das funktioniert allerdings mehr schlecht als recht. Doch es nahen schon zwei unerschrockene Helfer. Wenn Sturzbäche die Straße runterrauschen, machen sich selbst Mülleimer auf zu neuen Ufern. Die Straße runter, bis zur nächsten Kreuzung und noch viel weiter. Wenn das Leben einem überschwemmte Straßen schenkt, warum nicht eine Kanutour machen? Schwierig wird es allerdings, wenn das Wasser gerade einmal knöchelhoch steht. Na, geht doch. Hoffentlich bremst der auch für Kanufahrer. Adrenalin-Junkies nutzen die Wildwasserbahn vor der Haustür für eine Surfeinlage. Dieser junge Mann gleitet im Schlepptau eines Bullis durch die Nachbarschaft und zeigt ein paar lässige Tricks. Bis ihn die Brandung vom Brett fegt. Jetzt kracht's. Schon kleine Fehler können schwere Unfälle verursachen. Ob misslungene Überholmanöver, nicht gesetzte Blinker oder einfach zu viel Tempo. Wer leichtsinnig fährt, bringt sich selbst und andere in Gefahr. Also immer schön an die Verkehrsregeln halten. Hier ein Beispiel für unachtsames Fahren. Wollte die Fahrerin überholen oder war sie gerade mit dem Autoradio beschäftigt? Der Zusammenprall hätte tödlich enden können. Doch in diesem Fall hat es nur die Autos schwer erwischt. Ist das die richtige Ausfahrt? Ja, ganz sicher. Die Fahrerin ist zum Glück angeschnallt und kommt mit leichten Verletzungen davon. Kaum zu glauben bei diesen Aufnahmen. Ein schöner Tag für eine Spazierfahrt. Jetzt noch schnell den Lieferwagen überholen und dann ab in den Graben. Diese Motorradfahrer lassen auf der Straße so richtig die Sau raus. Sie rasen, sie schlängeln sich durch den Verkehr und sie fahren riskante Überholmanöver. Bis das passiert. Die Stimmung scheint angespannt zu sein. So schnell fliegt man aus einer Motorradgang. Zu niedriger Reifendruck ist eine der häufigsten Unfallursachen. Bei zu hohem Tempo knallt erst der Reifen, dann kracht die Leitplanke und Auto scheppert gegen Auto. Bevor man auf der Autobahn die Spur wechselt, sollte man sich umsehen. Der Schatten des LKW lässt erahnen, was gleich passiert.
Ein Blick in den Spiegel hätte das verhindern können. Dieser Kerl scheint's eilig zu haben. Das Lenkrad vibriert regelrecht. Mit über 120 in die Kurve? Keine gute Idee. Der Wagen kommt ins Schleudern und überschlägt sich. Jetzt Begegnungen der pelzigen Art. Der Zoo ist ein toller Ort, um Tiere aus nächster Nähe zu bestaunen. Wenn es der Zufall will, begegnen einem auch im Alltag ein paar pelzige Freunde. So wie dieser kleine Spaziergänger. Aber nicht alle sind so umgänglich. Dieser kalifornische Bär hat keine Scheu vor Menschen oder ihren Autos. Der beißt den Griff ab. Offenbar kennt er sich bestens aus mit Fahrzeugen. Der will zu den Leuten. Der Bursche ist ganz schön gewieft und weiß, wie man eine Autotür öffnet. Fahr weg, Mann! Gerade noch rechtzeitig bemerkt der Fahrer den Eindringling und gibt Gas. Der kann echt Türen aufmachen. Der Bär bleibt verdutzt zurück. Aber da steht ja noch das Auto des Kameramanns. Man könnte meinen, dieser kleine Kerl versucht sich als Tramper. Auf zwei Beinen sucht er nach einer passenden Mitfahrgelegenheit. Dieser Fahrer nimmt anscheinend keine Anhalter mit. Weitaus eindrucksvoller ist da ein ausgewachsener Tiger, der offenbar Anspruch auf diese Straße erhebt. Bevor er die Autos weiterfahren lässt, sichert er sich eine Stoßstange als Trophäe. Zuerst König des Dschungels und jetzt auch König der Straße. Und noch eine Raubkatze auf Tour. Hat jemand dem Löwenmännchen die Vorfahrt genommen? Es wirkt sauer. Zwei Löwen flößen einem gleich doppelt so viel Respekt ein. Die majestätischen Tiere flanieren seelenruhig zwischen den Autos entlang. Also Türen verriegeln und hoffen, dass sie keinen Hunger haben. Nicht jede Begegnung mit einem Vierbeiner lässt einem das Herz bis zum Hals schlagen. Der Motorradfahrer bremst nicht nur für das kleine Kätzchen, er bringt es sogar höchstpersönlich aus der Gefahrenzone. Das gibt Karma-Punkte. Koala-Bären sind einfach süß. Dieser hier hat es sich mitten auf der Straße bequem gemacht. Was machst du denn hier? Ihm scheint die Fahrbahnmarkierung zu schmecken. Ob da Lösungsmittel drin sind? Mit ein wenig Hilfe findet er den Weg zurück ins Grüne. Schluss mit süß. Jetzt gibt's Ärger. Streitereien im Straßenverkehr gibt es überall auf der Welt. Aber ein Land ist ganz klar die Nummer eins. In Großbritannien gibt es die meisten Auseinandersetzungen. Die einen sind schockierend. Und viele sind einfach nur zum Lachen. Dieser Möchtegern-Polizist ist auf seiner morgendlichen Streife unterwegs. Da fällt ihm eine Frau auf, die am Steuer genüsslich ihr Müsli löffelt. Prompt stellt er sie zur Rede. Hören Sie auf damit! Ich habe Ihr Nummernschild aufgenommen. Das kann doch nicht wahr sein. Frühstücken ist wichtig, aber so? Das ist gefährlich. Die frühstückt im Auto. Und keinen interessiert's. Oder sie vielleicht? Sie isst ein Müsli.
Alles klar, keine Cerealien am Steuer. Zwischen Autofahrern und Bikern kommt es immer wieder zu Reibereien. Dieser Fahrer ist schon auf 180. Und er wird immer wütender. Am Ende lässt er dann so richtig Dampf ab. Der Motorradfahrer behält die Nerven. Statt Fahrer gegen Fahrer heißt es manchmal auch Mensch gegen Maschine. Dieser Rollerfahrer hat sich offenbar eine echte Gurke andrehen lassen. Da geht nichts mehr. Vielleicht hilft ja ein bisschen Rütteln oder ein beherzter Tritt. Sieht nicht so aus. Willkommen in Schottland, Heimat der sturen Hochlandrinder. Schwer zu sagen, worum es hier geht. Der Kerl hat jedenfalls einen ordentlichen Wutanfall und scheint dabei zu vergessen, dass der Motorradfahrer einen Schutzhelm trägt. Wie praktisch. Im Nahkampf hat er dadurch einen entscheidenden Vorteil. Zum Glück bringt ein Passant die beiden Streithähne zur Vernunft. Diese Briten räumen ihre Meinungsverschiedenheit in einem kultivierten Gespräch aus der Welt. Wir haben locker zwei Autos Platz. Das sehen Sie falsch. Da können Sie so viele Fotos machen, wie Sie wollen. Das ist ein Video. Ja, meinetwegen. Ich fahre nicht zur Seite. Es ist reichlich Platz. Ich bin hier schon oft durchgefahren. Er fährt hier öfter durch, klar? Zwei Autos kommen leicht aneinander vorbei. Hier darf man nicht umdrehen. Sie hätten hier gar nicht reinfahren sollen. Sie haben mich doch gesehen. Aber zu spät. Von wegen. Zwar ohne Tee und Gebäck, aber äußerst zivilisiert. Von mir aus bleiben wir hier den ganzen Tag. Ich bin genauso hartnäckig wie Sie. Eine klassische Pattsituation. Meine Damen und Herren, willkommen in England. London, eine pulsierende Metropole. Hier ist man nie zu alt für eine ordentliche Rangelei. Dieser rüstige Herr wird plötzlich zum Berserker und zieht dem Radfahrer und seinem Kumpel eins mit dessen Fahrrad über. Aua, das hat gesessen. Und nun ein leuchtendes Beispiel, wie man brenzlige Situationen am besten löst. Manchmal kann ein beinahe Unfall zu einem Riesenstreit werden. Im ersten Augenblick sieht es hier auch ganz danach aus. Alles gut? Tut mir leid. Keine Sorge, nichts passiert. Oh, sorry. Sie haben super reagiert. Der Motorradfahrer versichert sich, dass es der Dame gut geht. Menschen machen Fehler. Verständnis und Vergebung machen die Welt zu einem glücklicheren Ort. Alles gut? Zum Glück. Da ist ja eine kleine Kamera. Bitte recht freundlich. Zum Abschluss noch ein paar Highlights aus dem Kuriositätenkabinett. Was für eine verrückte Welt. Also fahren Sie bitte immer vorsichtig, ob mit oder ohne Dashcam.